ist wie so ein Vodafone. Vodafone hat irgendwie ein Inkassobüro outgesourced. Die machen jetzt für die diese ganzen Inkasso-Geschichten. Ich habe ja die 100-Euro-Rechnung bekommen für die Box, die schon im Juli zurückgegangen ist, wo ich auch eine Sendungsnummer zu habe. Dann habe ich das nachgeguckt, da steht drin, anwesende Person, Liste S hat das Paket angenommen. Also ist das schon seit Ende Juli quasi safe. Jetzt hat 3 Monate später Vodafone gesagt, angeblich ist das Paket nicht da, obwohl sie es 2 Wochen später machen wollten, wenn es nicht da gewesen wäre. Ich habe einen Anwalt heute eingeschaltet, der hat gesagt, es ist alles sehr seltsam, was Vodafone damit macht. Der hat gesagt, nächste Woche sehen wir zu, dass ein Brief an diese Inkassofirma rausgeht, weil die wollen einen Nachverfolgungsauftrag haben. Und im Internet, ich habe das Foto ja zugeschickt, kann man ganz klar sehen, dass eine Person von Avato, die diese Boxen annimmt für Vodafone, das Paket entgegengenommen hat. Tja. Die möchten ganz gerne, dass ich die 130 Floppen an die zahle. Und ich fühle mich ein bisschen sehr verarscht. Ich habe dann gesagt, das ist Betrug. Ich will zur Polizei gehen wegen Vortäuschung falscher Tatsache. Ich zeige die Geschäftsführer an. Ich tue das. Ich gehe nach Vodafone und zu dem Inkassobüro. Ich zeige die an. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Die können nicht einfach erzählen, das ist nicht da, obwohl das schon längst zurückgeschickt wurde. Ja, und ich muss jetzt die nächste Woche abwarten. Mehr kann ich nicht machen. Warten. Und nicht bezahlen. Wie fühle ich mich bei dem Ganzen? Ja. Ziemlich veräppelt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nie wieder irgendwas mit dieser Firma Vodafone zu tun haben will. Ich fühle mich wirklich hintergangen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie sowas tun. Vor allem, dass die das direkt irgendwie nach 3 Monaten an eine Inkassofirma outsourcen. Und die Inkassofirma sitzt aber wie bei einer Aktiengesellschaft mit dem Unternehmen drin, ist aber als eigene Firma selbstständig ausgesourced. Ist schon ziemlich seltsam, findet mein Rechtsanwalt und ich. Ich halte auf euch auf dem Laufenden. Halt die Ohren steif. Es ist hundertprozentig. Ich verstehe nicht, was man an dem Bildschirmfoto von DHL falsch verstehen kann. Da steht ganz klar, Avato Distribution hat das angenommen. Das habe ich denen genauso zugeschickt. Und die meinen, ich soll den Rücksendebeleg zuschicken, obwohl ich den jetzt schon zweimal einen zugeschickt habe. Ich kann es nicht verstehen.